Bivio, der oberste Ort der Talschaft Sursis, dem Oberhalbstein. Die Geschichte des Dorfs ist seit ihren Ursprüngen eng verknüpft mit dem Verkehr über zwei der einst bedeutendsten Pässe der Alpen. Bereits zur Zeit des Römischen Reichs dienen der Julia- und der Septimapass als wichtige Übergänge vom Oberhalbstein ins Engadin und ins Vergel. Die verkehrstechnische Bedeutung des Septimapasses ist heute nicht mehr vergleichbar mit der damaligen Zeit. Der Julia-Pass hingegen stellt seit dem Bau einer Straße zwischen 1820 und 1826 aber heute noch eine der wichtigsten Routen von Norden ins Engadin dar. Als letzte Ortschaft vor der Passhöhe liegt Bivio daher nach wie vor an einer bedeutenden Verkehrsader. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass hier bereits 1958 ein erster Schlepplift seinen Betrieb aufnimmt. Obwohl die Lage in den inneren Alpen nicht allzu niederschlagsreich ist, bietet Bivio mit seiner Lage in knapp 1800 Metern über dem Meer bis in den Frühling hinein ausgezeichnete Wintersportverhältnisse. Im Ortszentrum entsteht so die Talstation eines Schlepplifts, der die Anhöhe Kolmens über einen Nordhang erschließt. 427 Höhenmeter überwindet die Anlage auf einer Länge von 1,8 Kilometern und zählt damit zu den längsten im Kanton Graubünden. Konstrukteur ist das renommierte Planungsbüro Karl Brändle aus Meilen im Kanton Zürich. Mit ihren schweren Fachwerkportalstützen zählen Brändle-Schlepplifte zu dem modernsten und langlebigsten, was der Seilbahnmarkt der 50er Jahre zu bieten hat. Und so existiert dieser Brändle-Schlepplift noch heute. Er ist damit der älteste noch in Betrieb befindliche Schlepplift des Kantons Graubünden. Trotz einiger Modernisierungen, darunter ein Umbau auf Langbügel durch die Firma Garaventa, kommt er optisch heute noch immer recht original daher. In erster Linie sind es seine 11 massiven Stützen, die dazu beitragen. Aber auch die Bergstation entspricht noch der Bauweise des Originalkonstrukteurs. Der nostalgische Schlepplift Kolmens fügt sich so auch heute noch bestens in die hochalpine Landschaft rund um Bivio ein. Gemeinsam mit zwei weiteren Schleppliften, die in den 60er und 70er Jahren das Skigebiet erweitern, erschließt der Schlepplift heute ein weitläufiges Pistenareal. Die baumfreien Hänge inmitten des Hochgebirges sind nicht nur optisch ein Genuss, sondern auch aus skifahrerischer Sicht nach wie vor einen Besuch wert. Anders als in vielen modernen Skigebieten geht der Platz auf den Naturschneepisten in Bivio nämlich garantiert nie aus.